Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier in Bruma und müssen jetzt noch uns auf den Weg machen Richtung der anderen Städte. Also bezüglich hier der Magier. Die Quest ist glaube ich nicht aktiv. Ja, die ist nicht mehr aktiv. So, das hier. Obwohl, ja. Genau, und jetzt müssen wir nach Chedinal und Braviel, Leavin, Skingrad und Anvil müssen wir noch hin. Bevor wir wieder zurück nach Koroll gehen. Gene reguliert sich heute auch so schnell im Laufen. Okay. Ist davon irgendeins meins? Den darf ich benutzen, okay. Drohnerei? Warum ist sie tot? Seid gegrüßt noch. Warum? Warum ist hier ein Bär? Warum war hier ein Bär? War sie hier vom Stall? Hat der Bär sie einfach getötet? So, wir müssen noch mal kurz ein bisschen ranzoomen und so. Was ist hier passiert? Warum ist sie tot? Na egal, wir wollen jetzt nach Chedinal erstmal. Nächster Step. Und da ein paar Aufgaben erledigen. Vor allem ist auch schon wieder dunkel. Es ist immer nachts. Obwohl, ne. Warum ist er hier tot? Ein Glasdolch? Ja. Nicht ein Bogenschütze. Warum liegt er hier? Waren wir das? Ich glaube nicht, oder? Ich war das nicht. So, welche Stufe sind wir eigentlich? Hier bin ich falsch. Hier. Stufe 18. So, wir müssen hier auch noch einiges verbessern. Und ich will eigentlich auch... sobald wir die beste Rüstung haben, auch anfangen, die irgendwann zu verzaubern. Ein Klanban. Wir reiten dran vorbei. Aber woher kam der Bär? Und der war schon angeschlagen. Okay, der Nachthimmel wird langsam rot. Noch ein Bandit. Ja, hau auf mein Pferd drauf. Da vorne. Was haben wir jetzt eigentlich mittlerweile für neue Gegnertypen? Hier haben wir wieder so einen Minotaurenfürsten. Was sind das jetzt für neue Gegner?
bin ein bisschen überfordert, dass da jetzt was dafür Gegner kommen. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Hä, was hauen die alle drauf? Ich reite hier doch nur dran an euch vorbei, ja? Alle wollen sie Stress. Aber wenigstens keine Irrlichter aktuell. Ich glaube, die Zeit der Irrlichter ist auch schon vorbei. Ich frage mich jetzt aber, wie hoch wir uns dann jetzt aufskillen, wenn wir jetzt die Magiergilde abschließen. Was haben wir da eigentlich auch für einen Rang? Klingenkämpfergilde, neue göttliche, Ritter der Neuen, Arena, Ritter des Weißen Hengstes, Magiergilde sind wir gerade Anhänger. Werden wir da auch Gildenmeister? Ich frage mich schon, ob wir da Gildenmeister werden. Das ist noch ein Oblivion-Tor. Das müssen wir auch noch markieren. Echt jetzt, wie viele Oblivion-Tore gibt es denn hier? Können wir jetzt mal die Map uns angucken. Hier kommt ja jetzt gleich einer. Hier. Ich glaube, die gibt es überall. Hier ist wieder eins. Hier sind gleich zwei nebeneinander. Eigentlich drei, aber den haben wir ja schon. Hier sind gleich drei nebeneinander. Hier, direkt ums Skingrad herum. Hier ist wieder eins, da ist noch eins. Das sind echt viele. Hier ist jetzt eher größtenteils Ruhe. Oder wir haben hier noch keinen entdeckt. Okay, hier hatten wir aber auch noch nichts erkundet, sagen wir mal so. Es ist immer noch nicht aufgedeckt. Jetzt haben wir es aufgedeckt. Okay, was ist das für ein großes Ding? Wie heißen die? Deadros? Das waren die Deadros, glaube ich, oder? Soll der mit denen kämpfen? Hoppala. Drücke das Falsche. Jetzt Lea Wien noch nicht erkennen. Da kommt noch ein Ogre. Ich bin froh, wenn wir die Ogre los sind.
gibt gewisse Gegnertypen, die mag ich irgendwie nicht. Und ich frage mich, wo eigentlich das Einhorn ist, das wir mal gesehen hatten. Gegen das wir nicht kämpfen konnten. Wo das hin ist. So, Lea Wien, wir sind da. Mal gucken, was hier die Magiergilde von uns will. Okay, die wollen erstmal. Ey! So, Glasdolch. Hat aber jetzt nichts wirklich. Doch, ein Ebenholzbogen. Den können wir verkaufen. Ich grüße euch. Und grüße zurück. Ah, der Regen. So, Magiergilde. Müssen wir jetzt suchen. So. Ach, hier hinten versteckt, oder wie? Aber die haben wenigstens eine. Wer hilft einem alten Bettler? Okay, die Magiergilde ist entschlossen. Ich grüße euch. Was ist? Ganretel hat wirklich ein Gespür für Hunde. Zum rechten Preis unterweist sie anscheinend auch Menschen. Aber sie ist eine anspruchsvolle Lehrmeisterin. Man kann viel von ihr lernen, wenn man gewillt ist, sich Mühe zu geben. Seht euch vor. Ihr seid Zeit. Wie? Also, Tür geöffnet mit Schlüssel für Magiergilde. Im Keller. Keller ist richtig, okay, hier müssen wir hin. Was haben wir da? Ein weniger anstößiges Lied. Also. Gibt es auch ein etwas mehr anstößiges Lied? Milchsemmel. Ich bediene mich da jetzt nicht. Okay, ich muss aber da rein irgendwie. Hallo. Hallo. So, gibt's hier oben irgendwas? Wassermelonen. Urwen. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Empfehlung. Das liegt in Falkars Verantwortung. Er nimmt das sehr ernst. Okay, danke schön. Lebt wohl. Falkars. Drei Wund der Rotwardone. Was kann ich für euch tun, Ritter? Dädrakulte? Dädrakulte sind natürlich nicht unbedingt böse. In der Nähe von hier, in Morrowind, beten sie Dädra zum Beispiel im Tempel an. Zum Beispiel der Asura-Schrein nördlich der Stadt, Richtung Arius-See. Ich kenne dort einen Dunkelelfen. An ihm ist nichts Böses dran. Okay, wegen der Empfehlung? Ihr müsst eine von Falkar bekommen, wenn ihr könnt. Ja, wo ist Falkar? Lebt wohl. Die Zahn. Seid gegrüßt, Gelehrte. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen.
Empfehlung. Ich fürchte, darüber müsst ihr mit Falkar sprechen. Auch ist ihr euch auch aufgefallen, dass das Brunnenwasser seit kurzem sonderbar schmeckt? Ohne Zweifel. Habt ihr gehört, dass Jeanne Frasurik in Brumar wieder ein neuer Streich gespielt wurde? Ich verstehe nicht, wieso sie immer wieder darauf reinfällt. Ach so, lebt wohl. Orintur? Ich bin der Magier Orintur von der Magiergilde. Ich teile meine Zeit zwischen der Gilde von Chardinhal und meinen privaten Studien in Weidenhöhe auf. Wegen der Empfehlung. Ihr müsst mit Falkar darüber sprechen. Ja, aber Falkar lässt mich nicht in seinen Keller. Oder ihren. Okay, hier alles für Alchemie. Okay, Keller. Falkar, lass mich rein. Ich brauche einen Schlüssel für. 5 Uhr morgens. Warten wir mal 3 Stunden. 8 Uhr morgens. Hat jetzt wieder zugemacht. So, bist du Falkar? Seid gegrüßt, Nord. Falkar. Was ist los, Schüler? Sagt bloß, ihr seid wegen einer Empfehlung hier. Ja, bin ich. Ich bin wegen der Empfehlung hier. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr nicht bereit seid. Seid ihr bereit zu tun, was zum Erlangen einer Empfehlung erforderlich ist? Ja. Nun gut. Wir werden ja sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Ich habe vor einiger Zeit einen bestimmten Ring der Mühsal getestet. So ein anderer dummer Schüler hat ihn in die Finger bekommen und tatsächlich verlegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat ihn absichtlich in den Brunnen hinter der Gildenhalle geworfen. Warum er sowas machen sollte, ist mir allerdings rätselhaft. Ihr müsst mir diesen Ring bringen. Sollte euch das gelingen, sende ich vielleicht eine Empfehlung an die Universität. Der Brunnen ist verschlossen. Ihr braucht also den Schlüssel. Dezan sollte einen haben und jetzt geht! Verlässt okay. Dich doch bitte einen anderen Mitmenschen. Dezan? Wer ist Dezan? Dezan. Schönen Tag. Wir können reden, solange Falkar außer Hörweite ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er versucht, euch in den Tod zu treiben. Er hat dem armen Witkun dieselbe Aufgabe gegeben und wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann es nicht beweisen. Seht euch vor, ich würde ungern einen weiteren nützlichen Schüler verlieren. Hier ist der Schlüssel und noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es euch nutzen wird, aber nach allem, was ich über Falkars Ring gehört habe, könnte er hilfreich sein. Und wenn ihr etwas darüber herausfindet, was Witkun widerfahren ist, lasst es mich wissen, ja? Okay. Auch ihr. Die Chardinhal-Empfehlung. So. Im Brunnen. Wo muss ich dafür hin? In dem hier. Tür geöffnet mit Quellenschlüssel. Haut ab, ich warne euch. Boah, hast du mich erschrocken, Alter. Nenn ihren Wurz. Witkun? Ring der Bürde? Ich habe den Ring der Mühsal gefunden und sollte ihn Falkar zurückbringen. Wieso warst du im Brunnen?
Wie schön, euch zu sehen. Mein lieber Verehrer. Ich will dir nichts Böses. Okay, ich lasse ihn mal in Ruhe. Der wird sich wieder einfinden. Ich glaube, Vidkun ist dort aber ertrunken. Kann ich euch behilflich sein? So, wo ist Falkan? Da, ne? Ihr seht aus, als wärt... Ich fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler. Das kann Auswirkungen auf eure Empfehlung haben. Was ist... Ich habe den Ring der Mühsal. Oh, lasst es einfach irgendwo liegen. Ich glaube, es war ihm nicht besonders wichtig. Ich glaube, das war nur eine Art schlechter Witz von ihm. Ich habe Vidkun gefunden. Er ist tot? Ja. Oh, ich habe es geahnt. Ich wusste einfach, dass so etwas passiert war. Falkar muss es gewusst und nichts davon gesagt haben. Wie konnte er das zulassen? Danke, dass ihr mir Bescheid gegeben habt. Es tut mir leid, dass ihr in diese Angelegenheit verwickelt wurdet. Aber meine Empfehlung... Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen... Naja... Ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht und habe mich über Vidkun geärgert. Also habe ich Falkar direkt konfrontiert. Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte. Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden, dachte ich, er würde mich umbringen. Er wurde so wütend. Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden, aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stürmte davon. Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat. Ich bedauere. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat. Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen. Wenn ihr die Notiz seht oder sonst etwas Ungewöhnliches, lasst es mich wissen. Ich werde es gerne an den Rat senden. Okay. Lebt wohl. Im Keller wahrscheinlich, ja? Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Die Rückenmassage nehme ich gerne. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Also gegen eine Rückenmassage hätte ich jetzt nichts einzuwenden. Ah, jetzt darf ich hier rein, okay. So, mal gucken. Argonischer Bericht, 4, Pergament, brauner Becher, Leder. Also sehen tue ich jetzt hier nichts. Feder. Muss das hier sein? Oh, hier ist eine Truhe. Also, die hatten wir ja schon. Steckt er da jetzt fest? Ist da was hinter? Da irgendwie was zu erkennen?
Ich muss Falkas Quartier in der Chaitanya Magier-Gilde nach Spuren seines Empfehlungsschreibens durchsuchen. Falls ich Hinweise oder etwas Ungewöhnliches finde, sollte ich damit zu Dezan gehen. Das hier wird aber markiert. Peter? Irgendwas? Es gibt keine Hinweise auf eine Empfehlung in Falkas Quartieren, aber ich habe schwarze Seelensteine gefunden. Ich sollte sofort zu Dezan bringen. Gut, ich tue das andere Zeug, was ich jetzt eingesammelt habe, wieder zurück. Also die Federn und den Krug. Ne, die brauche ich, aber die beiden wieder zurück. So. Den Zahn. Was ist das? Schwarze Seelensteine? Oh, das ist schlimmer, als ich dachte. In Ordnung. Ich nehme euch die ab. Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen. Und habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut. Ich werde selbst eine schreiben und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen. In Anbetracht der Umstände glaube ich, dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird. Okay, danke schön. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Bosmir. Einen wunderschönen guten Tag. Was habt ihr für Neuigkeiten? Es heißt, in Morrowind sei die Sklaverei abgeschafft worden. Oh. Die Häuser Dres und Lalu haben dem Sklavenhandel abgeschworen und das Tiervolk aus der Sklaverei entlassen. Morrowind war schon immer ein beunruhigender Ort. Jetzt scheint dies umso mehr zuzutreffen. Wiedersehen. Aber sie kann doch froh sein, ihr Volk wird dann nicht mehr versklavt. Die Agonia und, die Khajiit. So, nächstes Ziel. Wären dann Braavil und Leavin. Holen wir uns da die nächsten Empfehlungsschreiben. Sind aber süße kleine Quests. Ja? Ich bin eure Ablösung. Es wird allmählich Zeit. Bess. Ich bin eure Ablösung. Wird allmählich Zeit und dann stehen die beide der Wache. Interessant. Wo ist mein... Okay, er will in Chaitanya bleiben. Warte mal. Wo fehlen uns? Also hier Koroll. Skingrad, Anvil, Leavin und Braavil. Vier Stück fehlen uns noch und dann müssen wir zurück nach Koroll. Also 1, 2, 3, 4, 5 sind insgesamt an Zielen übrig. Was ist da hinter mir her? Sollen die beiden gegeneinander kämpfen? Hä? Der wiegt auf einmal so klein. Okay, und jetzt Ruhe. Sobald wir in Skingrad sind, suchen wir nochmal Sindarion auf. Dann kann ich ihm ja auch die Nierenwurzel geben. Hallo,
Alter, jedes Mal treffen die jetzt mein Pferd? Ich habe da Freunde für dich mitgebracht. Soll der mit denen kämpfen? Okay, der kämpft dagegen Schwarzbären. Erbärmlich. Okay, da tat mir jetzt der Bär leid. Der Bär tat mir leid. Das arme Tier. Der tut mir nicht leid, der Braunbär. Ja, kämpfst du bitte gegen den Bären? Sterb schon. Kämpfen die jetzt zusammen gegen den Bären? Glück ist aber irgendwie sehr, sehr schmal, muss ich sagen. Eigentlich viel zu schmal. Also für so eine lange Brücke ist die echt viel zu schmal. Wir brauchen jetzt irgendwo eine Linksbieger-Kurve. Da ist auch noch ein Dädra-Schrein. Warte mal. Eins, das wir noch nicht entdeckt haben. Wo genau ist das? Hier, okay. Jessine. Ach, so viele. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Okay, Vajira? Moronev? Dieser Boden ist heilig. Zeigt Respekt. Okay. Ah, hier ist Sine. Der große Finale gegen ihn. Ich weiß noch, in Morrowind. Solstheim. Die ewigen Jagdgründe. Ihr geht zum Schrein von Hirsin. Seid ihr Jäger? Oder seid ihr Beute? Ich bin Jäger. Glaubt ihr, ihr seid ein Jäger? Dann geht zum Schrein von Hirsin. Bringt unserem Herrn ein Opfer. Bereitet ihm ein Opfer. Das Fell eines Bären oder eines Wolfes. Dann wird Hirsin euch vielleicht als würdig erachten. Oder vielleicht lernt ihr, was es bedeutet, gejagt zu werden. Okay. Steht auf geweihter Erde. Bär und Wolf. Haben wir. Möchte ich am Altar von Hesina eine Opfergabe darbringen? Ja, der Wolfspelz.
Gerufen von der Beute. Der Hase duckt sich vor dem Maul des Fuchses. Vielleicht werde ich euch in Anspruch nehmen, Sterblicher. Euch zu meinem Vergnügen auf die Jagd schicken. In Harkane Grove gibt es Beute, die Jagd wert ist. Das sagenumwobene Einhorn lebt dort, wild und frei. Bringt mir das Horn der Kreatur, Sterblicher, wenn ihr den Mut habt. Nach der erforderlichen Opfergabe ward Jessine geschworen und sprach zu mir. Beschworen. Er sagte mir, er wünsche das Horn eines Einhorns. Ich könnte vielleicht ein Einhorn im Harkane-Hain finden. Okay, warte mal. Ich muss aber erstmal was wegschmeißen. Komm, wir reiten Querfeld ein. Was bekommen wir wohl eigentlich von Herr Sine? Das frage ich mich wirklich, was wir von ihm bekommen. Von Nocturnal haben wir ja den Skelettschlüssel bekommen. Aber jetzt will ich erst einmal nach Braville und Leaville. Da müssen wir eben noch ein paar Sachen für die Magiergilde machen. So. Da sind wir schon. Braville. Was müssen wir hier erledigen? Das Pferd ist hier in meinem Weg. Es ist nicht einmal mein Pferd. Seid gegrüßt, Ritter. Seid gegrüßt. So, jetzt müssen wir erstmal die Magiergilde finden. Hier. Nee, doch nicht. Wie geht es euch? In Ordnung. Und ihr? Das ich da. Habe schon bessere Zeiten gesehen. Die Magiergilde ist eine Organisation. Ja. Wie entzückend. Willkommen. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Dädra wurden vertrieben. Willkommen. Gut zu was wissen. Ist? Gibt es Neues aus den anderen Regionen Warum von Tamriel? Ich habe... Was kann ich für euch tun, Ritter? Ich würde gern... Nichts, alles gut. Alles gut. Seht euch. Einen wunderschönen guten Tag. Lebt wohl. Delphine? Delphine Yent, Erfinderin des gefeierten Zaubers Feinde explodiert, Ausbilderin in der fortgeschrittenen Zerstörung und Magierin mit hochgesteckten Zielen. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Nord. Good eye. Hallo, Schüler. Ihr seid wegen einer Empfehlung hier, nehme ich an. Ja. Seid ihr bereit, sie euch zu verdienen? Klar, ich bin bereit. Ich fürchte, ich habe nicht die Zeit dazu, etwas Konventionelles vorzubereiten. Ich mache mir um diese Situation bezüglich Ardalin Sorgen. Vielleicht könnt ihr mir da aber helfen.
Ich kann nicht direkt daran beteiligt sein, weil ich das Mädchen sonst beschämen könnte. Ich muss mich kurz mit Varon Vamuri unterhalten. Und dabei werdet ihr etwas über die Macht der Illusion lernen. Okay. Adaline? Sagt ihr nichts. Ich möchte sie nicht noch mehr beschämen. Wenn das alles erledigt ist, werde ich unter vier Augen mit ihr sprechen. Varon Vamuri? Ich verstehe das nicht. So eine lächerliche Männersache nehme ich an. Er hat Adaline jetzt schon seit einiger Zeit täglich belästigt. Er hat sogar ihren Magierstab gestohlen. Vielleicht hält er das für witzig. Ich weiß nicht. Aber es muss aufhören. Es macht sie ganz unglücklich. Okay. Bitte, ich suche verzweifelt nach Hilfe. Ich grüße euch. Und ihr seid der Einzige, an den ich mich wenden kann. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ja, Hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Könntet ihr mir vielleicht helfen, meinen Freund Hinantier zu finden? Hinantier? Er fehlt mir so. Wir haben zusammen an der geheimen Universität studiert und sind uns mit den Jahren immer näher gekommen. Seine achtlosen Experimente bringen ihn immer wieder in Teufels Küche. Und ich fürchte, das ist auch diesmal passiert. Ich werde euch die Wahrheit sagen, da auch ihr ihm helfen wollt. Hinantier ist nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil, ich weiß genau, wo er ist. Er sitzt jedoch in einer Falle. Und ich kann ihn nicht befreien. Von meiner Seite in Ordnung. Ich will ihm helfen. Toll. Mir ist alles recht, was euch passt und mir Hinantier zurückbringt. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, zu ihm zu gehen. Aber beeilt euch bitte. Düster durch einen Albtraum. Ich hoffe, ich begegne nie wieder einer. Hi. Hi. Adaline? Ich bin Adaline. Ich bin die Lehrerin für fortgeschrittene Alchemie hier in Braville. Okay. Schönen Tag. Du schon wieder. Hi. Hallo. Karandial. Was kann ich für euch tun, Ritter? Wiedersehen. Schönen Tag. Fatis Aren. Aren. Der Name Arin kommt mir bekannt vor. Auch ihr. Woher kenne ich Arin? Gibt es hier noch mehr irgendwie zu Guten tun? Guten Tag. Oder was muss ich jetzt machen? Warte mal. Quest. Gesine? Machen wir das? Seid ihr bereit, mir zu Hinantier zu folgen? Geht voraus. Fantastisch. Also los. Darauf haben wir gewartet. Sehen, Gildengenosse. Wie geht's? Ich grüße euch. Was habt ihr für Neuigkeiten? Das heißt, in Morrowind sei die Sklaverei ab. Nachrichten. Kudai? Wie schön, euch zu sehen. Hinantiers Haus? Okay, hier ist ein Magiergilden, ein Banner. Nun, wie ihr seht, ist Hinantier hier gefangen in seiner eigenen Traumwelt. Okay, Wir gehen nicht weit. Also kein Grund, sich auf eine lange Reise vorzubereiten. Er ist sogar noch in der Stadt. Mehr kann ich hier nicht sagen. Es könnte uns jemand belauschen. Aber wegen der Traumwelt. Ich warnte ihn, dass es zu riskant sei, zu seinen eigenen Träumen zu reisen. Aber wie immer wollte er nicht auf mich hören. Immer muss alles nach seinem Willen geschehen. Hinantier schuf ein Zauberamulett, das er das Traumweltamulett nannte. Damit kann man seine eigenen Träume betreten und erleben. Jeder kann träumen. Sicher, aber dies ist anders. Legt ihr das Amulett an, betretet ihr eure Träume mit einem traumartigen Abbild eurer selbst.
All eure Gedanken, Fertigkeiten und Talente reisen mit euch. Ihr erforscht quasi ein neues Land, das sich in eurem Kopf befindet. Henantier erschuf das Amulett, um damit aus seinen Träumen einen Übungsplatz für sich selbst zu machen. Ich kenne nicht alle Details, aber das Amulett bringt einen direkt zu diesem Übungsplatz. Seit 3 Tagen sitzt er nun schon in seinen Träumen fest. Ich habe ihn beobachtet und nicht ein einziges Mal war er wach. Er kann nur gerettet werden, indem ihr das Traumweltamulett anlegt und einschlaft. Nur so könnt ihr hoffentlich erfahren, was dort geschehen ist. Warum ich? Weshalb habt ihr es nicht gemacht? Ich fürchte, dass ihm keiner seiner Freunde dort helfen kann. Da Warum? Ich Teil seiner Erinnerungen bin, könnte er mich als Traumgespinst abtun. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass ein Fremder seine Träume betritt. Wenn ihr bereit seid, dies zu tun, will ich euch das Amulett geben. Nur ich weiß, wie es ihm abgenommen werden kann. Okay, wegen der Traumwelt? Ihr müsst dort sehr vorsichtig sein. Es sollte Hinantiers Übungsplatz werden. Also wer weiß, was euch dort erwartet? Ja, okay, gebt mir das Amulett, Zauberstab. Sie sind eher symbolisch als von praktischem Nutzen. Aber alle sind für ihre Besitzer von großer Bedeutung. Ihr müsst Ardalins Stab zurückholen. Nehmt diese Bezauberungsschriftrolle. Mit ihr werdet ihr Varon zugänglicher für Fragen finden. Kommt nicht ohne diesen Stab zurück. Okay. Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Henatir zappelt und stöhnt im Schlaf, wird aber nicht wach. Habt ihr schon mit Varon Vamuri sprechen können? Ich wollte jetzt... Das sollte gar nicht schwierig sein, wenn ihr diese Schriftrolle benutzt. Ich wollte jetzt, wegen Henantir. Armer Henantir. Mich schaudert beim Gedanken, was ihm dort widerfahren ist. Ja, ich will da jetzt rein, oder nicht? Oder warte mal. Ist das eine Kette? Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Habt ihr schon mit Varon Vamuri? Ich will jetzt in die Traumwelt, oder nicht? Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Ah, okay, warte mal. Ich muss mich vielleicht schlafen legen. Henantir stöhnt und rührt sich im Schlaf, wacht aber nicht auf. Aber... Habt ihr schon mit... Ihr habt, was ihr braucht, um ihn zum Reden zu bringen. Ich gebe zu, das ist nicht gerade Standardvorgehen in der Gilde. Aber für meine Mädchen würde ich alles tun. Okay, Varon Vamuri sollte ihn euch geben, sobald ihr ihn überredet habt, wenn ihr versteht, was ich meine. Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Okay, machen wir erstmal das mit Varon. Warte mal. Kodai hat mir erklärt, dass Henantir das Opfer seiner eigenen Erfindung ist, das Traumweltamulett geworden sei. Er ist in seinen eigenen Träumen gefangen. Ich muss das Amulett anlegen, damit ich in Henantirs Träumen gelangen und ihm hoffentlich von dort retten kann. Wenn ich dafür bereit bin, sollte ich mit Kodai sprechen, die mich dann für die Reise vorbereiten. Hab ich die Kette nicht? Ring der Bürde vielleicht? Warte mal, ich mache erstmal das hier weg.
ihr schon mit Varon Vamuri? Armer. Ihr müsst dort sehr vorsichtig sein. Ja, aber wie legt die... Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Wo ist die Kette? Hier sinkt in einen noch tieferen Schlaf. Ich will die Kette. Wie soll ich an die Kette kommen, bitte? Was tut ihr denn da? Habt ihr schon... Lasst euch Zeit. Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Renantier, gib mir die Kette. Ich habe etwas aus der Magiergilde gestohlen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich dafür aus der Gilde ausgeschlossen werde. Habe ich denn gestohlen? Habt ihr schon mit... Stellt sicher, dass Varon euch diesen Stab übergibt. Dann machen wir das mit Varon. Euch. Habt ihr vom Geist des alten Mannes gehört? Warte, schalten wir das der jetzt mal nachts aktiv. Auf die Bucht vom Neben blickt. Wo soll Varon sein? Weiter da hinten, okay. Was wünscht ihr? Kann ich euch helfen? Ja, wegen Adaline. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will doch nur, dass sie mich mag. Dass sie dasselbe für mich empfindet, wie ich für sie. Aber das tut sie nicht. Ich versuche es immer wieder und es macht einfach keinen Unterschied. Das macht mich manchmal wütend. Ja, such dir dann eine andere. Ich will ihr Zauber. Also gut, ich gebe es zu. Ich habe ihn ihr weggenommen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte. Ich versuchte ihr zu verdeutlichen, was ich fühle. Wieder einmal. Und sie wollte mich nicht einmal anhören. Da bin ich einfach wütend geworden. Ich habe mich danach ein wenig geschämt, aber ich wusste nicht, wie ich mich entschuldigen oder ihn zurückgeben sollte. Ich wünschte, das könnte ich. Ich fürchte, ich habe ihn nicht mehr, versteht ihr? Ich habe ihn verkauft. An einen Freund von mir, Soris Arenim. Okay, Soris Arenim? Er wohnt im Talosplatz-Bezirk in der Kaiserstadt. Er hat jetzt Adalins Stab. Sagt Adalin, dass es mir leid tut. Ja gut, machen wir hier in der nächsten Seid Folge gegrüßt, weiter. Ritter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.